Hi, ich bin Nessa. Ich wohne in meinem selbstgebauten Tiny House und aus irgendwelchen Gründen habe ich mir ein 33 Jahre altes Wohnmobil gekauft. In der letzten Folge habe ich euch eine erste Tour gegeben. Heute gibt es neben Rangierversuchen und ziemlich viel Dreck auch ein paar Antworten auf die Fragen rund um mein neues Projekt. Wieso so ein altes Teil? Wie viel hat es gekostet? Und wieso quietscht an diesem Auto eigentlich wirklich alles? Ja, sie ist laut und groß. An ersterem werden wir vielleicht noch arbeiten. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Okay. Nach so ein bisschen Wischen hier und da habe ich jetzt gedacht, das Einzige, wo wir uns sicher sind, dass wir das nicht rausreißen werden, ist alles hier vorne bei den Fahrersitzen. Also fange ich jetzt am besten mal da an mit Putzen. Gesagt, getan. Um zu erklären, warum ich mich dieser Rüttelkiste angenommen habe, müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Ursprünglich hatte ich mir nämlich zeitgleich mit den Tiny Houses damals auch Van-Umbauten angesehen. Für das dauerhafte Wohnen habe ich diese Option schnell wieder verworfen, weil mir neben einer festen Internetleitung für Streaming damals auch noch einiges mehr an Wohnkomfort gefehlt hätte. Angenehmer Geruch. Mit dem Tiny House habe ich da definitiv die bessere Entscheidung getroffen. Das Thema Reisemobil hat mich aber trotzdem nicht mehr losgelassen. Mehr Unabhängigkeit, langsames Reisen, wieder ein Bastelprojekt. Jetzt, da ich mit meinem Häuschen fertig bin, kann ich das endlich umsetzen. Mit allem, was dazugehört. An Tag 2 habe ich mich zuerst nochmal dem Innenraum gewidmet und eine Bestandsaufnahme gemacht. Auch wenn es für den einen oder anderen seltsam klingt, aber ich suche hier die Herausforderung. Wenn es nichts zu tun gibt, wird mir schnell langweilig. Und natürlich spielt auch das Geld eine Rolle. Der Wohnmobilmarkt ist momentan verrückt und bei Neupreisen von 40.000 Euro aufwärts war von Beginn an klar, dass mein Partner und ich uns selbst unter den Gebrauchten kaum etwas leisten können. Wir wollten, wenn irgendwie möglich, unter 10.000 Euro für das Fahrzeug selbst ausgeben, wohl wissend, dass später ja noch Kosten auf uns warten. Das erklärt auch, warum wir keinen Kastenwagen gekauft haben, um ihn selbst auszubauen. Einen einigermaßen intakten Sprinter, Crafter oder ähnliche Fahrzeuge für den Preis zu finden, ist schon schwierig. Und dann kommen im Vergleich zum Wohnmobil ja noch viel höhere Kosten, weil man alles von Grund auf umbauen muss. Das war für uns einfach nicht drin. Dieses kleine und auch außen ziemlich verdreckte Schmuckstück hier war ein Zufallsfund in den Kleinanzeigen.
Das Alter hat uns nicht abgeschreckt, denn auch wenn hier einiges quietscht, rüttelt und klappert, im Zweifelsfall können wir lernen, sehr viel davon selbst zu reparieren, weil die Elektronik vergleichsweise simpel ist. Naja, mehr oder weniger. Sofern wir gut darauf achten, sollte das Fahrzeug selbst noch viele Jahre halten. Dafür bringe ich es erst einmal wieder in einen angemessenen Zustand. Das Wohnmobil hat uns, so wie es war, 4.900 Euro gekostet. Wir haben noch 2 Jahre TÜV und es sieht aktuell auch nicht danach aus, als müssten wir bis dahin am Fahrzeug selbst viel machen. Wir haben also erfreulicherweise noch etwas vom Budget übrig, um innen wieder alles auf Vordermann zu bringen, denn manches, naja. Aber bevor hier die große Renovierung beginnt, wollte ich erst einmal die Außenhülle schrubben. Und das hat sich definitiv gelohnt. Während ich hier schrubbe, bleibt noch die Frage nach dem CO2-neutralen Reisen, die ich beim letzten Mal schon angedeutet habe. Auch wenn ich mit einem gebrauchten Fahrzeug im Vergleich zu einem Neuwagen natürlich sowieso umwelttechnisch besser dastehe, geht es ja auch um den Verbrauch. Ich will hier zumindest versuchen, den CO2-Abdruck gering zu halten, auch wenn das aktuell noch schwierig ist. Elektrisch betriebene Fahrzeuge in der Gewichtsklasse gibt es quasi nicht und wenn, natürlich hauptsächlich als Neuwagen und sehr teuer. Aber wie ihr vielleicht noch wisst, war ich ja letztes Jahr auf einem Workshop zu den Power-to-X-Technologien, die aktuell stark erforscht werden. Unter anderem wird dabei aus Industrieabluft synthetischer Kraftstoff hergestellt, der also im Verbrauch CO2-neutral ist. In den nächsten Jahren wird er hoffentlich an den Tankstellen nach und nach Einzug halten. Ich möchte das gerne vorab mit meinem Wohnmobil testen. Sprich, wenn alles klappt, kann ich mir synthetischen Kraftstoff beim Erzeuger abholen und damit zumindest eine Zeit lang CO2-neutral unterwegs sein. Schaut euch gerne das Video hier oben an, das ich letztes Jahr zu dem Workshop gemacht habe, da wird alles genauer erklärt. Ich unterstütze diese Idee sehr und die Umsetzbarkeit ist auch schon ausreichend gezeigt worden. Ich bin da also dran und lasse euch wissen, wie das weitergeht. Ansonsten gibt es hier erstmal genug zu tun. Nachdem die Außenhülle nun wieder in neuem Glanz erstrahlt, planen wir nun den Innenraum, machen erste kleine Fahrten, um alles durchzuchecken und erfreuen uns an den Möglichkeiten und an all der Werkelei und Lernerei, die auf uns zukommt. Bezüglich einer Oldtimer-Zulassung haben wir uns noch nicht entschieden, aber in einem sind wir uns schon einig: Das wird ein riesengroßes Abenteuer. Vielen Dank fürs Zusehen, ich habe richtig Freude an diesem neuen Projekt und hoffe, ihr auch. Fragen wie immer gerne in die Kommentare. Vielen Dank auch schon mal für die hilfreichen Recherchetipps und Anmerkungen unter dem letzten Video. Wir boxen uns da Schritt für Schritt durch. Wir sehen uns also hoffentlich nächste oder übernächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin eine schöne Zeit, viel Erfolg mit euren eigenen Projekten und wie immer, ciao.